Trulti, let's play! Tote Leertaste! Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Dead Space 1. Fast Ripper und Flammenwerfer Only Run. Kann ich nur oft genug erwähnen, weil es keiner ist. Ich könnte jederzeit einfach eine andere Waffe mitnutzen. Ich habe mal am Anfang gesagt, ich will womöglich nur den zwei Waffen spielen, aber ich habe mir jetzt überlegt, nein, ich werde vielleicht doch im Verlauf des Spiels meine zweite Waffe, eine dritte Waffe mir noch zulegen. Aber erst wenn die beiden Waffen, die ich jetzt zurzeit habe, ziemlich gut aufgelevelt sind. Wir sind ja auch in Kapitel 3 und das Spiel hat 12 Kapitel, glaube ich, soweit ich weiß, oder mehr. Das heißt, es wird schon noch ein bisschen dauern. Und bis jetzt soweit ist, haben wir halt ein bisschen mehr und wir haben fast kein Flammenwerfer-Muni mehr. Ich werde aber nicht den Plasma-Cutter mir holen. Das sind wohl gemeint auch so die assigsten Gegner, die ich finde, weil... Ah! Oh! Also Abbauverwaltung. Okay, also ist einfach nur mal denselben Weg, nur noch unten. Mehr Ladezeiten also. Oh ne! Eben nur eins? Ich weiß nicht wohin. Komm mal zu, Isaac. Ich bin die medizinischen Berichte durchgegangen. Diese Dinger sind sowas wie Biorekombinatoren. Sie nehmen totes Gewebe, absorbieren es und formen es neu. Eine Iteration scheint den einzigen Zweck zu haben, Leichen zu infizieren. Die anderen, naja, bringen Leichen dazu, wieder andere zu infizieren. Und dieses Gewebe, das wir überall an den Wänden gesehen haben, scheint auch dazu zu gehören. Laut eines Berichts, den ich gefunden habe, ist das ein Habitatwandler. Also im Klartext sind diese Wesen, die Necromorph genannt werden, nichts anderes als Menschen, die umkonstruiert wurden und B, aus Biomasse, also aus sich selbst, eine neue, ja, okay. Und dieses Zeug an den Wänden, das wir da gesehen haben, das ist in Wirklichkeit Menschen? Okay. Dann fasse ich zusammen. This way. Das ist gut. Das ist sehr gut. Dann würde ich noch hinzufügen, sagen, das sind fucking Tyranniden. Tyranniden tun auch, Biomasse aufsammeln, um die dann umzuändern. Nur, dass die daraus neue Tyranniden-Krieger formen, welche je nachdem halt umgebastelt werden, sodass sie eben effektiver sind im Kampf. Des Vakuums. Oh, cool. Eine Bench, die wir irgendwie wenig uns bringt, weil wir, glaube ich, nur... Oh, wir haben sogar zwei Knoten. Das heißt, das ist eigentlich ziemlich gut. Obwohl, nee. Wir hauen jetzt einfach hier schon mal einen voll. Das ist eigentlich ein Minimum bis zu diesem Schaden und dieser Kapazität kommen. Und dann holen wir uns vielleicht eine neue Waffe.
Eintritt Vakuum. Ich spiele nämlich viel zu mutig. Wo ich eigentlich für meine Verhältnisse Schiss haben müsste. Hi! Das sind die Necromorph Stufe 2, die sind schon ein bisschen so andersfarbig. Die sind schon ein bisschen älter. Nicht mehr ganz so frisch. Hier oben. Ah, hier kommen nur Gegner. Oh, 25 sind zwei Tote von dir. Danke. So, ich glaube, das ist jetzt der Energiezufuhr zum AAS hergestellt. Zweite. Kontrollsysteme über Verteilerkästen umgeleitet. Ich habe ein Signal. Fast da. Das ist eins von diesen Viechern, die sozusagen andere verwandeln. Ich glaube, so, das haben wir schon mal gesehen. Dann weiß ich, dass wir jetzt wieder auf Necromorphen stoßen. Ich frag mich halt, wie das eigentlich funktioniert. Moment, ist das da auch offen? Dann schauen wir da auch mal rein. Wir wollen ja möglichst so viel wie möglich mitnehmen. Wieso glaube ich, dass wir hier später hin müssen? Ne, dann wäre es ja künstlich zu. Textlog! Logbuch des Captain über Träger der ersten Infektion. Die sahen das noch als Krankheit an. Bannausen. Gut. Wer es lesen wollte, sollte stoppen. Noch mehr tote Barbes und Knoten. Das heißt, wir können den Flammenwerfer gleich in der Rig aufbessern. In der Rig aufbessern. Das ist falsch. In der Bench. In der Bench können wir das machen, aber doch nicht da. In der Bench. Eintritt Vakuum. Zur Bench. Ende des Vakuums.
Und zwar, wie schon gesagt, wollen wir den Flammenwerfer nun offiziell die Nachladegeschwindigkeit hochpumpen. Und wir werden den Weg gehen. Weil ich das sage. Eintritt Vakuum. The brains behind the muscle. Ja. Ende des Vakuums. Dann glaube ich, müssen wir jetzt nach oben. Gut, das ist ungenau. Dann gehen wir mal zur Ebene 3. Ich glaube, das ist aber dieselbe Ebene, wo wir eben waren. Weil beide Aufzüge sind auf beide Seiten, in alle drei Stockwerke. Meine Frage, was bedeutet diese Anzeige? Machen Sie uns wieder ganz. Okay. Hier, Tempo. Die Brücke ist total hinüber. Keine Ahnung, was hier los war, aber ich werde hier nicht rumstehen und warten, bis es zurückkommt. Ich gehe jetzt rüber zur Hydrostation und suche Elisabeth. Ja. Speicher hier, ich bin aber noch ein paar noch nicht, wir haben nämlich noch 8 Minuten ungefähr. Ja, ich brauche definitiv wieder meinen Kopfschutz ab jetzt. Ich muss hier aber schon wieder finden. Oh, hier ist jetzt Energiezufuhr, dann haben wir es. Asteroidenabwehrsystem ist online. Ah, das gut, AAS. Genug Energie. Aber die Zielerfassung der AA-Kanone ist offline. Liegt sich an einem Kabel. Bis ich das ersetzt habe, müssen Sie die Kanone bedienen und manuell zielen. Nehmen Sie den Aufzug nach oben und gehen Sie zum Kanonenschacht. Das ist meine offizielle Hassstelle in diesem Spiel. Sachen, wo ich zielen muss. Wobei die Stelle so ziemlich episch ist. Tote Leertaste. Das ist so ein geiles Spiel, ey. Es hat so eine Atmosphäre, die ist einfach einmalig. Ich spiele es zum zweiten Mal und ich bin überall eigentlich so gleich angespannt. Wobei weniger als beim ersten Mal spielen durchspielen bin ich natürlich schon ein bisschen, weil ich alles sehr viel kenne. Isaac, Sie müssen über das Schiffsäußere, um zur AAS-Kanone zu kommen. Das Problem ist nur, dass wir von Asteroiden bombardiert werden. Sehen Sie sich nach Deckung um, bevor Sie in Stücke gerissen werden. Genau deswegen. Wir haben jetzt circa 5 Minuten hinzukommen. Das heißt, dieser Part wird ein bisschen länger werden, oder nicht?
Eintritt Vakuum. Eintritt Schwerelosigkeit. Achtung! Mehrere Einschläge an der Steuerbordhülle registriert. Nein, ich war zu gierig. Wahrscheinlich war ich zu gierig. Okay, ich fasse zusammen. Ich habe mich anscheinend echt doof angestellt beim ersten Mal spielen. Gerade immer das kaputt geht, wo wir gerade dahinter stehen. Schnell, Isaac! Run, Isaac! Run! Ende der Schwerelosigkeit. Ja, man sieht, man braucht diese scheiß Luft nicht. Ende des Vakuums. Wieso eigentlich? Moment. Ich will jetzt erstmal raus und dann schauen wir mal nach. Ja, wir haben. Hier ist nirgends ein Aufzug, also im Klartext. Da muss wirklich jemand dann durchgehen. Alpha-Rubin. Ohne. Mit Sauerstoffbegrenzung. Ohne dass von irgendwas totgematscht wird, um die Kanone zu bedienen. Grandiose Scheiße hier. Gut, dann. Skill Mode activated. Genau, Isaac. Sie sind jetzt im Schacht. Die Kanone ist ein Massenbeschleuniger, sollte also alles durchdringen, was auf uns zufliegt. Behalten Sie die Höhlenintegrität im Auge. Wenn zu viele von den Dingern vorbeikommen, sind wir tot. Wir haben das System so gut wie repariert. Ich brauche noch ein bisschen mehr Zeit. Wir beenden den Part für heute. Mal wieder. Denn wir haben wieder mal die 20 Minuten erreicht.
Genau gesagt, erst jetzt. Und das heißt, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin und tschüss, Leute.